Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Dark Souls 2. Unwohlsein, das beschreibt es ganz gut. Nice. So, und jetzt kommen wir zu der Sache, wo ich mich frage, ob ich jetzt jedes Mal dahin latschen muss. Ich gehe jetzt mal wieder zu dem schwarzen Schloch, wollte ich sagen. Zwar schwarzen Portal. Weil da haben wir das Leuchtfeuer gleich um eine Ecke. I knew that you were special. There is more dark within you than even you know. Okay. Dark is the mother of all. All things were born from it. Verstärkte, nachklingende Seele. Toll, das bringt mir super viel. The master of the dark, if you seek the dark. Und jetzt ist halt meine Frage, ey. Muss ich mich jetzt durch die Scheiße nochmal durch? May the dark. Oh Mann. Okay, das ist ultra scheiße, Alter. Das ist echt ultra scheiße, Alter. Mann. Komm schon, tritt da rein, du Arsch. Abel. Mach einen Sprungangriff. Halt da rein. Ey, das fuckt mich halt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt richtig für einen Arsch, Alter. Vor allem die Frage ist ja, reicht das jetzt, wenn ich ein so ein Tor mache? Oder muss ich jetzt drei Tore machen? Das wäre halt richtig krass. Habe ich jetzt wenig Bock drauf. Also egal, wie rum das jetzt ist. Ihr habt's gehört, Leute, wir gehen. Ach, scheiße. Gefrorenes Eleum Lois. Vielleicht wollten die Aluminium schreiben und haben sich nur verschrieben, aber ich
kann es jetzt nicht so 100% sagen. Nö. Ja, cool. Definitiv. Cool. Müssen wir mal schauen, vielleicht brauchen wir erst irgendwas. Muss auf Anhieb sagen, mir gefällt nicht, wie die hier, die Gegner, den Gegnern aus dem anderen DLC gleichen quasi. Ich hatte gehofft, dass wir ein bisschen was anderes hier finden. Aber das sind quasi dieselben Typen, bloß in Eis. Ich baller mir mal ein Menschenbild rein. Weil vielleicht können wir Ava irgendwie sichtbar machen. So. Das Ganze wenig Sinn. Der Hebel ist kaputt. Na gut. Gar nicht, ob ich die, soll ich die angreifen? Soll ich die nicht angreifen? Soll ich die liegen lassen? Lass die mal, die tut mir ja nichts. Momentan. Wahrscheinlich treffen wir davon 5, 6 so eine Viecher. Und ich muss die alle killen und lass sie alle leben. Hundis! Oh.
Flügellanze. Das wäre so ein guter Platz, um hier einen Eingang zu verstecken, Alter. Das ist ja sowieso das Schlimmste am ganzen Spiel, das mit den versteckten Türen. Im ersten Teil hast du halt hinter den versteckten Türen irgendwelche Goodies gefunden. Ich glaube, da gab es nur eine. Ein Leuchtfeuer, was tatsächlich hinter einer falschen Wand war. Alles andere war immer easy. Ich glaube, ich werde gleich nach der Folge lesen, ob wir die killen müssen. Kamera. Kannst halt nichts machen so. Wenn ich nichts sehe, dann kann ich nichts machen. Ah. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Wie viele der Kronen haben wir jetzt eigentlich? Haben wir jetzt zwei? Krone des versunkenen Königs, Krone des alten Eisenkönigs. Ist immer interessant, dass ich keine Sau mehr an irgendwelchen Königen erinnern kann. Das ist hier. Guck gerade, ob die vielleicht ohne Hauptmann zählen. Pharos-Maske macht, weiß ich immer noch nicht. Die Kronen sehen schon cool aus. Achso, ich muss mich gerade ein bisschen. Ansonsten drehe ich durch hier, Alter. Also wenn es um reinen Schutz geht, Alter, ist von dem, was wir haben, ist halt Vengals Rüstung der Shit, ne? Ist halt cool, dass wir Katharinas Helm gefunden haben. Aber das ist nicht von ihm, ne? Weil seins war ja Silber. Ich bin am Überlegen, was wir machen können, Leute. Meine Frage ist halt,
muss ich die Alten, die da hocken, muss ich die killen? Unternehmen. Weil wenn ich hier, wenn ich, meine Befürchtung ist folgendes. Ich latsch durch das ganze verfickte Level. Und dann heißt es zum Schluss, ja, du hättest die killen müssen. Und ich dann keine Ahnung mehr habe, Alter, wo die sind. Haben wir noch irgendwas anderes offen, was wir jetzt mal so einfach abwechslungsmäßig machen können. Eigentlich nicht mehr, ne? Also zumindest wäre mir da jetzt nichts bekannt. Türen des Pharaos können wir auch nicht mehr machen. Wir haben ja bis jetzt, glaube ich, noch kein anderes Pharaos-Dingens da mehr bekommen, ne? Was auch ziemlich scheiße ist. Hof der Untoten. Aldias Festung. Drachenhorst. Könnten zum Drachenhorst, könnten die Drachen erledigen. Und die restlichen Kristallechsen. Allein wenn ich die Rüstung sehe da, Alter. Hier. Die Scheißrüstung. Krieg schon Zustände, Alter. Okay. Würde ich sagen, geht's jetzt einfach weiter. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich hoffe halt, eigentlich wären es jetzt noch so 2 Minuten gewesen, hätte ich gesagt, okay, pass auf, Leute, ich schaue, ob wir die Tussis da killen müssen. Ob das für uns irgendwie wichtig ist. Ja, aber diese Information bekomme ich jetzt nicht, denn es sind noch 12 Minuten. So, und 12 Minuten ist mehr als 2. Weiter. Hier runter, da kamen ein paar Hundis. Wir können generell mal gucken, ob das Feuerschwert sich hier ganz gut spielt. Schadensmäßig. Dürfen wir uns einfach nicht die Wurst von der Butter nehmen lassen. Vom Brot. Die Butter vom Brot. Nicht die Wurst.
Weil hier am Brunnen, da hockt auch schon wieder so eine. Anzünden oder so. Das klingt doch wie eine gute Art, ihr zu helfen. Ich zünd sie an. Würde mal gern wissen, haben die so Kristallwaffen oder warum machen die so einen Hardcore-Schaden, Alter? Ich sag dir, was es ist. Die haben sich einfach nicht verbieten lassen, Speere zu benutzen. Das anders als ich, wo alle gemeckert haben, dass ich Speere benutze im ersten Teil. Und alle gesagt haben, Semi, kannst du keinen Speer benutzen? Bist du bescheuert? Und ich da voll durchgelaufen bin mit einem Speer und alles voll super war. So eine alte. Ich meine, uns ist allen klar, es hat auf jeden Fall was mit den Alten auf sich. Fragt sich halt nur was. Man muss schon sagen, fände ich schon hart cool, wenn wir wenn wir quasi das hier schaffen, dass dann im DLC alles wieder erhitzt ist. Weißt du? Dass das hier alles schmilzt und alle glücklich und zufrieden zusammenleben können. Wird nicht passieren. Ja, das funktioniert super.
gesehen, wie sauer der auf die Säule war? So, eine Scheißsäule. Ich wurde getäuscht. Ich dachte, hier wäre ein Leuchtfeuer. Ich hab's nur brennen hören, Alter, und hab. Mein Herz ist direkt aufgegangen. Wäre wieder zugegangen. Sagst du, irgendwas hat es mit denen auf sich? Können wir auch nicht anvisieren, Alter. Feuer in der gefrorenen Welt ist der Shit. The Shit, Alter. Na komm, Scheiße. Ein Kloster-Ramulett. Dunkler Clownring. Ja, hier bin ich, okay. Das sind sehr unangenehme Gegner hier und das lässt mich natürlich für den Rest des DLCs schon wieder extrem hoffen. Hier sitzen überall diese komischen Alten. Oh Mann, das wird was. Leute, wie es hier weitergeht, das seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge von Dark Souls 2. Yes, yes, ja. Weiterhin im Urlaub.